Willkommen zurück, liebe Freunde, bei Dark Souls 2. Nachdem wir letztens den harten Kampf gegen diese Löwen hatten, werde ich mir jetzt mich erst einmal ein bisschen ausrüsten müssen. Thank you, wir hatten noch ein paar Seelen bekommen, die wir noch erstmal benutzen werden. Mal 20.000. Ja, dafür werden wir erstmal ein bisschen Equipment einkaufen gehen. Don't. Thank you, Kai. Das Schwertchen müssen wir uns erstmal reparieren lassen. Beim Onkel ja drin. So, und dann haben wir unser Schwert auf Level 10. Mal gucken, was bei rauskommt. Ziehen unsere Drangleic-Rüstung noch einmal höher. Auch die Drangleic-Gamaschen. Unser netten Helm können wir auch gleich noch auf 3 machen. Und nehmen wir die Laboratorpulver mit. You've been well. So, bei der Erzsteinhändlerin können wir zwar nicht so viel kaufen, aber naja. Whenever you please. Is that a here to see, however. Und wir haben noch unseren Esters Flakon verstärkt. Wie gesagt, auf geht's, Türen des Pharos. Weil was anderes außer DLC-Gebiete haben wir zurzeit gerade nicht mehr. Und wo ich auch sehr stolz drauf bin, was ich auch noch mit sagen möchte, gerne an die Leute, die sich unser Let's Play angucken. Wenn ihr mal Lust habt, auf eine Runde Battlefield 4. Goppe Gaming hat einen eigenen Server. Wenn ihr Lust habt, besucht uns. Kommt einfach mit auf dem Server drauf, zockt eine Runde Battlefield mit. Und habt einfach Spaß. So, jetzt habe ich das Problem. Zurück zu Dark Souls. Muss ich erstmal wieder menschlich machen. Oh. Und jetzt wird's flüssig. Große Heilung. Oh, die brauchen eine 28er Hülle. Ja. Na gut. Okay, hat nichts gesagt. So, eigentlich. Jawohl. Tiefflugseelenmasse. Kommt mit rein. Das Scheißding kommt wieder raus hier. Er hat mir bis jetzt null geholfen. Ja, den lieber dafür rein. Den wechseln wir noch aus. Okay. Ja, wir bekommen gleich das Problem. Da ist was Großes. Ja, das ist halt unsere Dark Souls Logik. Ja, was für eine Logik, genau. Problem ist, an den Großen machen wir so viel Schaden. Wie ihr seht. Die geben knapp 1000 Seelen. Und an diesen mickrigen Löwen von vorn haben wir nicht einen Schaden gemacht. Also, genauso hier. Görm,
Oh, Entschuldigung, die haben auch einen richtig scheiß Namen. Görm, Kriegsstiefel, ein alter iridischer Stein. Da drüben versteckt schon einer was für uns. Sicher, sicher, nicht, dass er da irgendwie eine Mimik eingebaut hat. Na gut, die Drachenamulette ist nun nicht so wichtig für uns. Schade, schade, schade. Guckt mal hier, Leute. Gavlan. So, wir fangen mal an, mal ganz schnell zu verkaufen. Ja, an Zauberstäben, Glocken und so hebe ich mal alles auf. Aber jetzt das zum Beispiel, das Rangnick-Schild, brauchen wir noch eine 16er Stärke, das heben wir noch mit auf, das möchte ich dann eigentlich schon sehr gern anlegen. Oha, nee, nicht die Ritterrüstung. Aber jetzt ziehen wir mal die ganzen. So, die Alone-Ritterrüstung, die dürft ihr eigentlich, solltet ihr mal nicht wegschmeißen. Die zeige ich dann euch nochmal in einem späteren Part, warum. Weil die könnten euch noch. Also brauche ich aber erst noch ein bisschen mehr Equipment, sag mal so viel. Den Rest brauchen wir nicht verticken. Ringe, das können wir alles behalten. Wie ihr seht, unsere Steinsammlung wächst auch. Wir können bei ihnen mal Giftpfeile mitnehmen für 21.000 Seelen. Die sind immer gut, obwohl wir noch keinen Bogen anlegen können. Ja. Aber so haben wir wenigstens gleich keine Seelen mehr auf der Uhr. Und ich sag mal, um den Bogen kümmere ich mich dann, sobald ich wieder genug. Oh, das war ja knapp. Aber jetzt wisst ihr wahrscheinlich auch, warum ich die Viecher immer so hasse. Okay, also 400 Schaden ist eine stattliche Menge, würde ich mal behaupten. Einmal einen Titanic-Brocken. Und wir haben einen neuen Abschnitt erhalten. Theoretisch. Ja. Von Türen des Pharos. Sagt nun willkommen zur Lichtensteinbucht Zeldora. Sehr viel Loot eigentlich. Eigentlich, aber auch sehr viel Gegner. Okay.
halten jeweils zwei Stück aus. Revival Markt. Ja, die haben Finsternis auf ihren Dingern drauf. Also bringt das auch nicht viel, wenn ihr die versucht mit Finsternis anzugreifen. Das stecken die einfach mal so weg. Habt ihr ja gerade an mir gesehen. Ich habe es zur Demonstration jetzt bloß mal gemacht. Hier hinten liegen einige kleine Seelen. Dann haben wir dort die Blutungspfeile. Da stehen drei Zelte. Eigentlich sollte an einem Zelt hier der Berner von Jugo sitzen. Ist aber scheinbar nicht so der Fall. Leider, leider, leider. In diesem Zelt hier vorne befindet sich das Bonfire. Ja, bloß erstmal kurz entzünden tun. Hier haben wir noch eine große Seele und in dieses Gebäude für diesen Loot. Ja, wie kommen wir dort rein? Über die Steine kommen wir natürlich nicht. Das ist klar. Ja, passt mal auf. Ihr müsst dazu diese Schräge hoch. Nehmt hier Anlauf. Und springt rüber? Ne, natürlich nicht. Das ist immer eine kleine Sache von Timing. Ah, das hätte geklappt. Seht ihr? Genauso. Hier kriegt ihr Weihwasser rum. Lauft hier durch diesen Gang, klettert die Leiter hoch. Kurz einen Hieb verpassen. Und 5 Menschlichkeiten. Na gut, das ist wenigstens den Aufwand wert gewesen. Aber ans Leuchtfeuer würde ich mich jetzt eigentlich auch nicht gerne setzen. Die Lichtensteinbucht, Zeldora. Wunderschöner Anblick, viel Arbeit. Also nach dem ein voller Part, wenn nicht sogar noch ein halber Part wird es hier. Hier müsst ihr nach oben schnell gucken. Also der erste killt sich theoretisch meistens selber.
Nicht den Fehler machen wie ich, bitte nicht davor rennen. Ihr seht, was da auf euch zukommt. Wir klettern jetzt hier hoch. Gucken, ob wir ihn im Backstep wegkriegen. Einmal Flammenschmetterling. Nochmal Flammenschmetterling. Ich mag die Dinger nicht, ich brauche sie auch nicht. So, dann geht es hier los. Guten Tag, Mr. Sense. Noch eine große Titanitscherbe. Da drüben sind drei feurige. Ja, einer bloß, okay. Die Spinnen bleiben so lange in ihrem Versteck drinne, bis hier entweder eine angreift. Oder diese Kiste da vorne öffnet. Die Kiste ist eigentlich der Auslöser der Falle oder halt, wenn ihr ihn angreifen tut, eine angreifen tut von den Spinnen, kommen sie dann alle raus. Ja, läuft auch schon wieder den Rücken runter. Schön, ich hab keine Zauber mehr. Ja, hier steht auch schon Falle voraus. Ja, jetzt kriegen wir bloß noch Abfall. Jetzt habe ich nämlich die Kiste aus Versehen zu hauen. Das war eigentlich auch nicht so geplant, aber na gut. Irgendwo in dem Gebiet war hier noch eine versteckte Wand, da war ein Invader dahinter. Bei New Game Plus 2 zumindest. Sag ich doch. Und wir haben einen Bossfight. Noch eine Estos-Scherbe liegt hier. Das Problem, was wir jetzt haben, erkläre ich euch kurz. Da drinnen sind mehrere Gegnerbosse wieder mal. Zwei Hauptziele, die ihr auch glücklicherweise backsteppen könnt. Problem an der ganzen Sache ist, einer ist ein Heiler, den müssen wir zuerst ausstellen. Und dann kommt da mit. Oh, Entschuldigung, ich hatte gerade einen Hals. Dann kommen da ziemlich viele kleine Gegner. Und da besteht das Problem, ihr müsst die großen killen, müsst aber auch die kleinen und habt zu. Und ich habe zufälligerweise nicht gerade viel an Flächenzauber. Habe wirklich plus den Seelenring. Und da gucken wir jetzt mal, dass wir ihn vielleicht sogar kriegen. Ja, ich habe 5000 Seelen auf der Uhr und es geht noch irgendwo, die verliert. Ich sag mal, Boss Time in Dark Souls, liebe Freunde. Viel Spaß!
So, der erste Heiler ist Fuji. Der zweite Heiler ist auch weg. So, dann haben wir den ersten Balken schon mal runter. Ja, dann hauen wir den Markus noch schnell runter. Wir machen ja gut Schaden an ihm. Und wir haben gesiegt. Eine Titanutscholle, 7000 Seelen. Aber keine Boss-Seele, weil es nicht wirklich ein Boss war. Also, was heißt nicht wirklich? Es war ein kleiner Miniboss, der aber keine Seelen gibt. In der Hinsicht, Boss-Seelen zum Schmieden oder so. Dann könnt ihr hier hochklettern. Und diejenigen, die von euch Dark Souls 1 gespielt haben, werden diesen netten Mann noch kennen. Something seen? Yes, you er vergibt euch eure Sünden. Cromwell. Together. But now you're lost. You, yes, but if you now. So, wir können uns entschuldigen. Ihr habt nicht gesündigt. So, wir hätten die komplette weiße Priesterrüstung hier bei ihm. Der Giftbissring, den wir uns natürlich auch mitnehmen. Den brauchen wir auf jeden Fall. Und hier gibt es dann schon mal wieder mal schöne, zum Beispiel der himmlische Donner nehmen wir sofort mit. Das ist ein auch kein schlechter Zauber für kein schlechter Flächenzauber, so rum. Entschuldigung. So, wir gehen weiter. Also, den lassen wir jetzt kurz dort unten liegen. Da müsst ihr ziemlich schnell sein, sonst ist er weg. Entzündet hier das Leuchtfeuer. Und ihr seid tot. Problem an der ganzen Sache ist, jetzt ist natürlich auch mein Loot von dem Tierchen weg. Meine Seelen liegen zum Glück hier oben. Wie ihr seht, Tierchen weg, Loot weg. Toll. Na gut, egal. Wir machen uns nochmal menschlich. Aber bevor wir weitergehen, liebe Freunde, machen wir hier die Tür zu, holen uns hier in der Ecke ist noch Loot. Seele eines stolzen Ritters. Und ich sag mal, bis dahin, euer Jetfire. Unsere Zeit ist leider auch schon so rum. Und bis zum nächsten Part. Macht's